Herr Schnurer, folgen Sie mir nach. Ich folge auffällig, unauffällig. Herzlich willkommen zur Technik Ranch. Heute wird es wieder sowas von spannend für alle Papis, die vor einem Ultra-HD 4K-Fernseher unterm Weihnachtsbaum träumen, die Frequently Asked Questions. Genau, was man unbedingt beachten sollte, bevor man zuschlägt, damit man sich nicht hinterher furchtbar ärgert. Ja, sonst kaufen Sie sich eine Schüssel, mit der Sie am Ende nichts gucken können, außer die eigenen hochauflösenden Fotos vielleicht noch. Außerdem, es gibt im nächsten Sommer das letzte Windows-Betriebssystem von allen. Microsoft Windows 10 wird das letzte sein, was erscheint. Spannung! Warum? Ja. Warum? Was passiert dann? Das erfahren Sie heute alles. Außerdem haben wir nochmal geguckt für Leute, bei denen es unter dem Weihnachtsbaum vielleicht eine Nummer billiger sein muss, aus welchem Grund auch immer. Ganz günstige Notebooks unter 300 Euro. Und juhu, die Netbooks sind auch wieder da. Sie erinnern sich an die klapprigen Plastikdinger von früher. Heute könnte man sagen, zum Teil immer noch klapprig, aber deutlich leistungsfähiger. Eine schöne Alternative für diejenigen, die was ganz Kleines suchen. Die Netbooks 3.0 und günstige Notebooks, die aber durchaus verwendbar sind, schauen wir uns heute auch an. Viel Freude! Jawohl! Gucke! Aber sofort! Yeah! Ach, Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an die Netbooks? Die waren ja mal so diese winzig kleinen, sehr, sehr, sehr klapprigen Mini-Notebooks, die unglaublich erfolgreich waren. Das war natürlich, bevor die Tablets kamen. Genau. Und seitdem hat man von denen nicht mehr viel gehört. Jetzt sind sie wieder da und günstig. 270 Euro um den Dreh. Diese Geräteklasse gucken wir uns gleich an. Vorher bleiben wir aber in dem Preissegment. Genau, 270 Euro ist nämlich genau der Punkt, da kriege ich auch schon ein richtiges Notebook, also mit 15,6 Zoll Display und richtig großer Tastatur. Nicht so ein kleines 10 Zoll niedlich schnuckeliges Ding, sondern etwas, was als ernstzunehmendes Notebook geht. Also, dann ledern Sie mal los. Zunächst mal vielleicht, bevor wir in die einzelnen Produkte gehen, für welche Anwendungen wäre sowas? Für welchen Typ Anwender wäre sowas? Also so ein Notebook, die kosten alle zwischen 250 und 270 Euro. Ist durchaus etwas für denjenigen, der entweder wenig Geld hat oder wenig Platz hat. Gott, jetzt wo Strom billiger wird, werden wir ja alle reich. Ja. Okay, ja, dann kann man den Strom ins Notebook stecken. Ja. Gut, man kann damit im Prinzip alles machen, außer aufwendige Spiele. Mhm. Also wenn es um 3D-Animation da geht, dann ist es vorbei. Videoschnitt und solche Aufgaben würde ich auf so einem Gerät ehrlich gesagt auch nicht machen. Mhm. Das ist dafür einfach nicht powerful genug. Es sind auch einfache Geräte mit Standard-Festplatte. Da ist also noch keine SSD drin. Das ist also kein Vergleich mit den Ultrabooks, die ja um Klassen teurer sind, die irgendwo so ab 600, 800 Euro losgehen. Aber ich kann damit auf jeden Fall E-Mails verschicken. Ich kann damit im Internet surfen. Ich kann gängige Office-Programme damit bedienen. Und ich sag mal so, angefangen vom Studenten, der halt was fürs Studieren braucht, bis hin ja, zu demjenigen, der ein Gerät braucht, was er neben seinem PC auch noch mit sich rumträgt, sind das eigentlich ganz gute Geräte. Man kann damit präsentieren, kann damit ganz normal arbeiten, auch unterwegs. Und sie haben zum Teil sogar ganz erstaunliche Akkulaufzeiten, obwohl sie nur so wenig Geld kosten. Also das ist schon eine Kategorie, die man sich angucken sollte, bevor man da sehr viel Geld für ein sicherlich besser designtes, schickeres, flacheres. Das geht doch jetzt wieder gegen Apple. Nein, nein, das geht auch gegen Ultrabooks. Okay. Weil die sind ja auch schick wie die Apple-Dinger. Im Leben nett. Okay, dann fangen wir mal an. Vielleicht bevor wir zu Ihren persönlichen Favoriten kommen, fangen wir mal mit den Geräten an, die, sagen wir mal, ein spezielles Feature noch haben. Ja, gut. Also ich würde am liebsten mit dem anfangen, was ein spezielles Feature nicht hat, was man eigentlich haben sollte. Ah, okay. Und zwar gibt es in der Preiskategorie den günstigsten hier im Test für 250 Euro von Dell ein Inspiron-Modell, das heißt 15 und dann 35, 31. Also dieses Gerät brauchen Sie sich eigentlich nicht merken, weil es einfach von der Grundausstattung viel zu wenig mitbringt. Insbesondere, was mir unangenehm aufstößt, ist halt so eine Sache, das gibt keinen USB 3-Anschluss. Und selbst wenn ich mit einem schnellen USB-Stick heute Daten austauschen will, dann möchte ich das ohne USB 3 eigentlich nicht mehr machen. Das dauert unsäglich lange. Auch sonst fehlt relativ viel in der Ausstattung. Wie hieß das Gerät nochmal? Das ist ein Inspiron 15 und die Modellreihe heißt 3531. Ich sage Ihnen was, hätte ich mir sowieso nicht gemerkt. Ja, okay, bei dem Namen merkt man sich das nicht. Eine andere interessante Gruppe
sind die HP 250 G3 Modelle. Da gibt es eine ganze Reihe von. Die zeichnen sich so ein bisschen aus, weil sie, ich sag mal, konzipiert sind als das Business Notebook für den Businessman, der nicht so viel Geld ausgeben will. Es kostet in der Basisversion 270 €. Hat ein mattes Display. Und was ganz wichtig ist für Leute, die viel unterwegs sind und präsentieren wollen, es hat noch einen klassischen VGA-Ausgang. Damit kann ich es an jeden Beamer, der in Vortragssälen oder sowas hängt, anstecken. Moderne Säle haben dann ja HDMI oder ja. DVI. Ich erlebe es auch immer wieder mal. Es ist wahnsinnig lustig, wenn irgendwelche Vortragenden kommen und dann wird dann an den Notebooks rumgefrickelt und der Eingang gesucht und der ist dann nicht und dann funktioniert das wieder nicht. Passt nicht zusammen, ja, ja. Gott, also, das ist immer ein Riesenspaß. Es ist jedes Mal ein Spaß und wenn man sich das ersparen will, sucht man halt sich ein Gerät aus, was alle Ausgänge mitliefert, die so üblicherweise gängig sind. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist immer noch VGA, auch wenn das inzwischen schon 20 Jahre nicht mehr modern ist. Egal, für solche Sachen sollte man es noch haben. Dafür ist dieses Notebook durchaus geeignet. Es hat allerdings auch ein paar Einschränkungen. Es hat zum Beispiel nur 2 GB Hauptspeicher. Das ist kann etwas, man doch einfach stärkeren reinbauen, oder? Jein. Das große Problem ist, bei dieser Klasse Notebooks wurde wirklich an allen Ecken gespart, damit man auf den Preis kommt. Also ist Nachrüsten in der Regel nicht so einfach möglich. Oft ist nur ein Slot da für Speichermodule. Das heißt, ich muss das alte Modul rausstecken, das größere reintun, ist total unrentabel. Dasselbe gilt übrigens auch für denjenigen, der denkt, okay, 500 GB Festplatte ist drin, ich tausche das einfach gegen eine SSD. Ja, das geht gar nicht bei jedem Gerät. Man kommt gar nicht an die Festplatte ran, ohne das Gerät komplett zu zerlegen. Und die SSD würde ja so viel kosten wie das ganze Gerät dann fast. Das kommt erschwerend hinzu und dass man sich dann einfach überlegen muss, wenn ich also solche Features haben will, mehr Speicher, dann kaufe ich gleich das Modell mit dem größeren Speicher. Die gibt es nämlich in der Regel auch mit 4 GB und das ist für diese Gerätekategorie durchaus angemessen. Oder ich kaufe mir eben gleich ein Gerät mit SSD, aber dann muss ich schon in die Größenordnung 450, 500 Euro gehen. Gut, also welches, das war ein HP mit 2 GB Arbeitsspeicher. Das hat 2 GB Arbeitsspeicher. Es gibt es auch in einer anderen Modellserie mit 4 GB, da sollte man drauf achten. Das heißt dann eben auch HP 250 G3, aber dahinter noch weitere lustige Bezeichnungen. Und ansonsten hat es ein mattes Display, was auch immer sehr schön ist. Man kann dazu einen Servicevertrag kriegen. 3 Jahre Vor-Ort-Service kostet dann allerdings auch mal gleich 120 € extra. Aber ich sag mal, wenn es ins Business-Umfeld geht oder wenn einem das wichtig ist, dass das Gerät einfach einen guten, längeren Service hat, ist das eine Option. Aber nicht Ihr Favorit, ne? Ist nicht zwingend mein Favorit, nein. Es gibt noch ein paar andere Geräte, die ein paar Besonderheiten haben. Packard Bell zum Beispiel hat das EasyNote mit in diesen Test geschickt. Das hat aber keinen Ziffernblock. Also auch da sollte man mal gucken. Das wäre mir so wurscht. Ja, mir nicht. Ich habe den Ziffernblock ganz gerne. Aber ich habe da diese Rechner-App installiert und tippe immer über das Maus, über das Pad. Wie heißt das? Trackpad. Trackpad, die ja, Zahlen okay, ein. Kann man auch machen. Aber muss man halt mögen. Ich möge es nicht so sehr. Ja. Wer es besonders leicht haben will, greift zum Toshiba Satellite C50-B. Das ist ein Gerät, was deutlich weniger wiegt als alle anderen in dieser Kategorie, auch 270 €, ist sogar mit 4 GB Hauptspeicher ausgestattet, wäre also etwas für jemand, der es ein bisschen leichter haben will, hat dafür nicht so leistungsstarken Prozessor und die Akkulaufzeit ist auch nicht ganz so lang. Was heißt denn da nicht ganz so lang in dem Fall? In diesem Fall sind wir jetzt irgendwo zwischen 7 Stunden beim Nichtstun und 4,3 Stunden beim Abspielen von Videos. Also das ist jetzt gut, so ein mäßig lang. Für die Hunger Games Trilogie reicht es nicht, weil es sind ja auch 4 Filme eigentlich. Ja, und die sind ja auch noch gar nicht alle raus, glaube ich. Okay, auch wieder wahr. Gut, was aber ausreichen würde, wäre dann zum Beispiel das Acer Extensa 2509. Ja, das finden sie gut, ne? Das finde ich durchaus gut, vor allen Dingen, weil es mit 10 Stunden Akkulaufzeit etwas schafft, was in dieser Kategorie total unüblich ist. Das hat man das normalerweise nur bei den Ultrabooks oder eben auch bei den Tablets. Hat dafür aber ein paar Einschränkungen, die man auch zur Kenntnis nehmen muss. Wieder mal nur 2 GB Hauptspeicher. Ich würde also auch da eher die Version mit 4 GB nehmen, die dann eben 300 statt 270 € kostet. Ja. Man hat da ein paar Kompromisse gemacht. Damit man diese Akkulaufzeit erreicht, musste man den Prozessor dazu zwingen, nicht allzu oft in Höchstleistung zu gehen. Das merkt man dann mitunter eben auch. Das sind halt dann Überlegungen, mehr Akkulaufzeit oder mehr Prozessor-Power. Mehr geht halt dafür nicht.
Gut, ansonsten hat das auch ein mattes Display, ist also auch ein Gerät, was bei mir Aufenthaltserlaubnis hätte. Aber kein VGA-Anschluss. Aber natürlich keinen VGA-Anschluss. Verlässlicher Quelle weiß. Aber okay, wenn man darauf verzichten kann, wenn man sagt, ich präsentiere sowieso nirgendwo, wo man mir keinen HDMI-Anschluss zur Verfügung stellt. Genau. Das also, mache ich nicht. Das muss schon modern sein. Dann gehen wir jetzt mal zu den Netbooks 3.0. Wie gesagt, ich erinnere mich noch, im CT-Magazin haben wir vor vielen Jahren diese Dinger, ja, sie waren sehr nach billig in Plastik rochen sie irgendwie, wackelten, aber sie funktionierten ja soweit. Ja, dann waren sehr, sehr niedlich vor allen Dingen. Also der Kuschelfaktor bei den Dingern war halt was ziemlich Asus hoch. Oder Acer? Ich weiß, Asus war damals es war was mit A. Ich wusste, es war was mit A. Ja. Genau, Asus hat das damals ziemlich propagiert, waren damit auch sehr erfolgreich, sind auch dieses Mal wieder dabei bei den Netbooks 3.0, wobei man klar sagen muss, die Netbooks heute, moderne Netbooks, arbeiten zwar immer noch mit einem Atomprozessor, aber das ist nicht mehr vergleichbar mit dem alten, was man vorher hatte. Jetzt ist das nämlich in der Regel ein Vierkernprozessor. Windenergie-Prozessoren gibt es noch nicht, oder? Nee, das glaube ich, da haben sie sich... Das wäre toll. Aber okay. So ein Miefquirl obendrauf. Ach naja. Okay. Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Vier lahme Kerne, wenn die zusammenarbeiten, dann wird es halt doch einigermaßen flott. Diese Geräte haben, wie gesagt, Displays zwischen 10 und 11 Zoll. Also klein, kuschelig, niedlich, eher was zum mit sich rumtragen. Ungefähr weniger. So groß wie so ein Samsung-Telefon. Ja gut, die haben 6 Zoll, wenn okay, die richtig großen. Aber nun gut, das wäre halt eher so was Kuscheliges, Niedliches. Sie kosten alle 270 Euro. Man kann sich die Geräte fast nach der Farbe aussuchen, weil sie von der Technik her das extrem, von Ihnen, Herr Schnurr, extrem ähnlich sind. Es ist wirklich in diesem Fall, ob ich da jetzt das Acer Aspire E3 nehme oder das Asus Blau X200. Blau fördert übrigens die Konzentration, ja, und beruhigt. Also das wäre vielleicht die Farbe dann. Ja, gut, muss mal gucken, ob es so schönes Blaues gibt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was das Acer hatte, glaube ich, was sehr Buntes, ja, rot, dabei. Rot ist halt immer so ein bisschen, das macht ja, das halt war jetzt zum Beispiel, ja? Das Acer war hier so ein bisschen knallig pink, wenn es denn sein muss. Also ja, insofern, also in der Kategorie kann man eigentlich nicht sonderlich viel falsch machen, aber hier gilt umso extremer, aufrüsten ist nicht. Das Gerät so nehmen, wie es ist und da nicht großartig versuchen, daran rumzubasteln. Das wird nichts, wenn man so klein in leistungsfähig haben will, dann muss man Richtung Ultrabooks gehen und dann muss man leider eben auch so 600 Euro etwa ausgeben. Mhm. Da kommt man mit 270 nicht mehr hin. Gibt es Ultrabooks auch in Blau? Es gibt Ultrabooks auch in Blau. Es gibt Ultrabooks sogar in spieletauglich. Also die sind dann nicht mehr so ganz leicht, aber schon. Ja, wenn man Ballerspiele spielt, kann man ja ein rotes nehmen. Das ist ja auch darin aggressiv, ja. Und Ja. Ja, und damit sind wir genau an der Stelle, noch ein Brockhaus kommt, wo sich Wikipedia und Brockhaus unterscheiden. Mit Wikipedia hätte das nie funktioniert. Da geht's los. Der Blick in die helle Zukunft von Microsoft, yay! Ja, die weite Zukunft. Na, so weit ist es nicht. Sommer, wann? Sommer 2015? Sommer 2015 soll es losgehen. Mit Windows 10. Das ist nicht etwa das übernächste Betriebssystem von Microsoft, wie man vielleicht denken könnte. Wir sind jetzt gerade bei 8.1 oder sowas. Genau, 8.1 haben wir uns gerade, oder gewöhnen wir uns gerade mit Mühe dran an Windows 8.1. Und jetzt kommt der große Schritt. Wir jumpen zu Windows 10. Gut, logisch ist das nicht. Das ist also irgendwie so, wahrscheinlich hat das Marketinggründe. Warum klar nicht 9? Nun, da gibt es keine offizielle Erklärung von Microsoft. Es gibt aber natürlich verschiedene Aussagen in den Microsoft-Blogs dazu. Man hat halt überlegt, ob man es Microsoft One nennt, aber dann wäre es zu sehr also wie bei der Windows Xbox. One. Und die Xbox One war ja auch schon nichts. Ja, und vor allen Dingen Windows 1 war ja Vergleich nur auch der... PlayZ, ne? Ja, die, und auch die Assoziation zu Windows 1.0, was ja nun wirklich der Bodenklatscher schlechthin war. Bodenklatscher? Ja, das war so. Dieses Betriebssystem möchten Sie nicht haben, stand da ganz groß drauf. Egal, man hat sich halt überlegt, Windows One ist zwar inhaltlich richtig, aber es passt nicht so richtig. Also gehen wir einfach mal auf 10, weil alle anderen sind ja auch irgendwie bei OS X 10. Ne? Also irgendwie sind wir da auch schon 10 Punkt irgendwie. Also gehen wir Richtung 10 und drücken damit aus, dass jetzt ein ganz elementarer Schritt kommt, nämlich alles wird neu, das gesamte Windows verändert sich, es geht weg von dem, was ich bisher habe, nämlich
Betriebssystem für Windows Phone, ich habe was für Tablets und ich habe was für den PC. Das soll jetzt alles ein großes Betriebssystem werden. Das heißt, egal auf welchem Gerät ich unterwegs bin, ich habe genau das eine Betriebssystem und das heißt halt im Idealfall, zumindest aus Sicht von Microsoft, Windows 10 und kann damit plattformübergreifend, geräteübergreifend dann auch meine Daten austauschen, meine Programme austauschen, meine Apps austauschen. Was wird damit konkret einfacher als bisher? Jetzt sagen Sie nicht austauschen, das habe ich schon verstanden, aber das geht ja bisher auch einigermaßen, oder? Nein, also bisher war es zum Beispiel schon ein ziemlicher Krampf, wenn ich versucht habe, Office-Anwendungen etwa auf einem Tablet laufen zu lassen. Das war irgendwie nicht das Gleiche. Mhm. Wenn ich versucht habe, das auf einem Smartphone laufen zu lassen, wurde es noch ungleicher. Ja. Ich konnte natürlich oder kann jetzt auch schon über die Cloud Daten austauschen, aber es ist eben nicht alles so, dass es wirklich aus einem Guss ist. Mhm. Man kann sich natürlich darüber unterhalten, wie sinnvoll es ist, das mit einem Betriebssystem zu lösen. Es gibt ja auch andere Ansätze, wie man seine Daten über verschiedene Geräte konsistent hält. Aber Microsoft hat nun mal gesagt, okay, wir machen das mit dem Betriebssystem. Das soll halt für alle gleich sein. Eine Plattform ist gut für alles, hat vor allen Dingen für Entwickler natürlich große Vorteile, weil ich dann eine App, die ich beispielsweise für Windows 10 entwickelt habe, gleichzeitig auf einem Tablet einsetzen kann, auf einem Windows Phone und natürlich auf einem klassischen PC, weil auch da ist ja mit Windows 8.1 das App-Konzept hereingeschneit und das erspart den Entwicklern möglicherweise ein bisschen Arbeit. Haben wir schon, gibt es schon irgendwelche Beta-Versionen? Also weiß man das schon? Es gibt tatsächlich schon eine Trial-Version, die Microsoft im Moment rausgebracht hat, weil sie vor allen Dingen die Firmenkunden an das Betriebssystem gewöhnen wollen, denen schon mal die Vorzüge nahebringen möchten. Diese Trial-Version kann man auch selber ausprobieren. Man kann die bei Microsoft runterladen, braucht dazu nur ein Microsoft-Benutzerkonto. Man sollte aber, wenn man das macht, sich im Klaren sein, dass man dann quasi auch sehr rege Daten an Microsoft liefert, weil das ist ein offener Beta-Test, bei dem auch Microsoft Rückmeldungen haben möchte und die auch fleißig einsammelt. Dem muss man explizit zustimmen. Also es ist nichts, womit man tatsächlich vertrauliche Daten oder irgendwas, was man nicht möchte, das bei Microsoft landet, ausprobieren möchte. Aber man kann zumindest mal sehen, wie sich das Betriebssystem anfühlt. Wird das ein Erfolg? Jein. Also es wird insgesamt sowieso ein großer Einschnitt werden, weil Windows 10 ist wahrscheinlich das letzte Betriebssystem, was es von Microsoft geben wird. Zumindest in was? Der... Ja, tatsächlich. Es läuft darauf hinaus, dass es nicht mehr... Also Microsoft verabschiedet sich auch von diesen Updates, Windows 10, 11, 12, 13. Ja. In Zukunft sollen neue Funktionen, neue Features mit den ganz normalen Sicherheitsupdates und so weiter einfach dazukommen. Auch das Geschäftsmodell, wie Microsoft das Betriebssystem verkauft, wird sich radikal ändern. Mhm. Es ist im Moment in der Diskussion, dass man wahrscheinlich das Betriebssystem geschenkt bekommt. Mhm. Und nur für bestimmte... So wie auf dem Smartphone im Prinzip. Genau, richtig. Also. Dass man es quasi kostenlos dazu hat und... Wenn man bestimmte Features haben will, das geht insbesondere natürlich in die Business-Gegend, dann kauft man die dazu und für die zahlt man dann, für deren Nutzung. Und das auch wahrscheinlich nicht mehr in Einzelpreisen wie bisher, sondern eben in Abo-Versionen, wie es ja jetzt schon bei Office 365 der Fall ist. Mhm. Und ansonsten ist dieses Windows 10 da und es entwickelt sich kontinuierlich weiter. Es bekommt kontinuierlich neue Funktionen, die ich aber eben haben kann, aber nicht muss. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die Sicherheitsupdates, die ich natürlich weiter bekomme. Die werden auch installiert automatisch. Und auf der anderen Seite, featuremäßig, muss ich mir überlegen, will ich diese Features haben, weil sie ja zum Teil auch kostenpflichtig sind. Also so ein bisschen vom Prinzip her nur etwas größer und etwas komplizierter dann, wie das App-System auf einem Smartphone. Ich habe da ein Betriebssystem genau. Und ja. Buche mir die Apps dazu mit den. Ja, wobei es eben doch noch weitergeht, denn beim Smartphone habe ich ja immer noch die Basisversion des Betriebssystems. Das stimmt. Also das iOS oder das Android. Ja. Und auch dort habe ich ja Betriebssystemschritte. Mhm. Genau diesen Schritt, und diese Schritte das macht Microsoft jetzt nicht mehr, sondern sie sagen halt einfach, das gibt es als Feature-Updates kontinuierlich mit dem Betriebssystem. Und es ist natürlich... Aber ist nicht, ich meine, ich verstehe ja davon nichts, wie Sie wissen, aber ist da nicht irgendwann die Karosserie einfach viel zu alt? Also, man kann ja auch die Karosserie auf diese Weise tauschen.
Ja, das ist natürlich also, der Vorteil gegenüber echten Autos oder ist das Ganze, menschlichen Skeletten. Also wenn das Ganze da kann man immer nur punktuell mal ein Gelenk reintun. Ja. Also wenn das Ganze hinreichend modular aufgebaut ist, kann man tatsächlich alle Komponenten austauschen. Sagen wir, in 10 Jahren ist dann das Windows, also 2015 kommt es, 25, ist dann aus dem Jahr 15 nichts mehr übrig sozusagen. Davon muss man fest ausgehen. Also das ist ein kontinuierlicher Austausch. Und gut, diesen Teil finde ich jetzt persönlich gar nicht mal so abschreckend, sondern? Wo es mir ein wenig graust, ist die Frage, oder wo es mir zumindest schummrig wird, ist die Frage, wie läuft denn das jetzt mit dem neuen Bezahlmodell? Werde ich dann mein Betriebssystem-Abo haben? Weil ich ja bestimmte Funktionen wird sich Microsoft mit Sicherheit bezahlen lassen, weil von irgendwas müssen sie ja leben. Und das wollen sie auf keinen Fall mehr mit Einzelbeträgen, die ich zahle. Bisher das Windows 8.1 habe ich einmal gekauft und dann wird es halt, solange es supported wird, also 4-5 Jahre, kann ich es benutzen. Ja. Und in Zukunft muss ich halt, wie jetzt bei Adobe beispielsweise, schon monatlich dann eben meine Mietgebühr für das Betriebssystem, für die Anwendung, für alles Mögliche bezahlen. Und es bewegt sich natürlich alles immer mehr Richtung Cloud-Anwendungen. Mhm. Also Microsoft möchte das auch sehr eng mit ihrer eigenen Cloud verbinden. Und wird das im Prinzip dazu führen, dass dann Apple dasselbe tut? Ich würde mal sagen, Apple ist ohnehin schon auf so einem Weg, wobei Apple anders als Microsoft sagt, wir bleiben bei unterschiedlichen Plattformen. Also es gibt das iOS und es gibt das OS X. Dabei bleiben die auch. Das denke ich, werden sie auch tun. Ich weiß auch nicht, ob das nicht die schlauere Idee ist. Denn, wäre ja nicht überraschend. Okay, das wollten Sie jetzt nur hören. Ne? Es ist halt sehr schwierig, ein Betriebssystem zu haben, das wirklich für alles gut ist. Das hat man ja schon mit Windows 8.1 gesehen, wo Microsoft gesagt hat, oder mit Windows 8.0 eigentlich, wo Microsoft gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt die Mobilfonoptik auf den Desktop. Genau, und das war ja nun ein Schuss, der ziemlich nach hinten losging. Deshalb sind ja viele Desktop-Elemente wiedergekommen. Das sieht man übrigens auch in Windows 10 ganz schön. Auch da wurde wieder versucht, beide Welten zusammenzupfropfen. Das Startmenü ist ein super Beispiel. Da hat man links dann so eine fast tabellarische Darstellung, wie man es früher aus dem klassischen Startmenü kannte. Und rechts davon ist dann so ein Haufen Kacheln. Ne, alles in einem großen Menü. Und das Menü wird auch immer größer, je mehr Kacheln ich da reinkachle. Also ich weiß nicht, ob es das nun unbedingt aber ist. Aber spannend wird es schon. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Sehr was spannend. Passiert ab Sommer 2015. Ja, davor wird es ja sicherlich noch ein Preview geben. Ja, ja, und eine Europameisterschaft und Weihnachten und andere Dinge. Andere wichtige Dinge. Und jetzt, meine Damen und Herren, live aus Münchs Küche, die Frequently Asked Questions zum Thema 4K und Ultra HD. Hätten Sie doch einfach FAQ gesagt, dann gibt es kein Problem mit dem Rossabau. Ja, aber ich bin ja eine Femme du Monde, also ich bin ja Polyglott, also ich Polydings. Ein Jetsetter, dann würde ich sagen, jetzt mal. So, egal. Also ich wollte ja nur sagen, 4K und Ultra HD wird ja das ultimative Spielzeug für Papi unterm Weihnachtsbaum vielleicht. Möglicherweise. Und deshalb klären wir mal vorher, was es zu klären gibt, bevor es dann zum Äußersten kommt. Ne? So, ich lese mal vor, ja. Ich darf die Fragen ablesen. Ja? Ist in Ordnung. Ich versuche die Antworten so zu können. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich lasse sie auch nicht spicken. Also, Ultra HD und 4K, ist das eigentlich dasselbe? Nein. Es wird zwar synonym verwendet, das heißt, viele, die von 4K reden, meinen eigentlich Ultra HD, aber streng genommen ist es was Unterschiedliches. 4K ist das, was bei Kinofilmen sich durchgesetzt hat, wo man also tatsächlich die vierfache HD-Auflösung hat. Mhm. UHD, Ultra HD, ist das, was sich bei 4K in Anführungsstrichen Fernsehern durchgesetzt hat. Das ist ein Hauch schmaler, aber es sind wirklich nicht so viele Pixel, die da weniger sind. Das heißt, ich kann gar nicht 4K kaufen für meinen Fernseher, sondern ich kaufe immer Ultra HD und verliere im Vergleich zu 4K ein paar Pixel. Genau, und zwar in der Breite. Das ist aber nicht weiter tragisch. Die nächste Frage ist 4K oder dann ja eigentlich Ultra HD. Also ist der Fernseher, der super hochauflösende Fernseher, jetzt schon ausgereift? Kann man sich die Geräte schon kaufen oder muss man noch warten, dass Kinderkrankheiten rauswachsen? Rauswachsen. Ja, natürlich gibt es jetzt noch Kinderkrankheiten, aber grundsätzlich gesehen kann man sich so ein 4K-Gerät auf der Fernsehseite durchaus schon kaufen, wenn man ein paar Grundregeln beachtet. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass das Ding HDMI 2.0 beherrscht.
Sonst wird das schwierig mit dem 4K da reinbekommen, insbesondere mit dem Wiedergeben mit 60 Hertz. Dann sollte es in der Lage sein, HDCP 2.2 zu können. Das ist ein Kopierschutz, der insbesondere bei den Streaming-Angeboten, und das ist das, was es im Moment am meisten gibt für 4K, eingesetzt wird. Und ganz, ganz wichtig, H265, das ist das Codierungsverfahren, das sollte der Fernseher natürlich auch können. Das wird auch oft als MPEG-H Version 2 bezeichnet. Also werden denn Fernseher angeboten, die dann das nicht können? In der Tat werden 4K-Fernseher angeboten, die eine dieser Dinge nicht können. Das heißt, ich habe einen 4K-Fernseher, kriege aber keine Inhalte dann da rein. Oder nicht alle Inhalte, die ich haben möchte. Also das ist eine besonders beliebte Sache, dass der Codec, der da drin ist, vielleicht schon ein bisschen alt ist und dann kein H265 kann, sondern nur andere Verfahren, die aber eben nicht verbreitet sind und sich auch nicht durchsetzen werden. Was auch beliebt ist, ist, dass es HDMI eben nicht 2.0 ist und dann kriegt man das 4K-Signal möglicherweise nur mit 30 Hertz da rein. Oder aber in einem Farbformat, was völlig krank ist. Also auch da hat man ja bei 4K einen sehr großen Farbraum eigentlich, aber den kann man natürlich beschneiden, wenn man auf der Signaleingangsseite ein bisschen Geld sparen möchte. Jetzt sind wir schon fast bei der nächsten Frage. Gibt es denn überhaupt schon ausreichend Inhalte für Ultra, ich sage jetzt mal Ultra HD, für also Ultra HD? Ausreichend auf keinen Fall. Es gibt im Moment einige Inhalte. Ich habe bei Streaming-Angeboten wie etwa Netflix die Möglichkeit, 4K mir auch anzugucken, vorausgesetzt, ich habe einen, ja, sagen wir ruhig mal, VDSL-Anschluss. Also was richtig schnell ist, 25 Mbit pro Sekunde sollte es denn dann schon sein, sonst wird es eng mit dem 4K-Angebot. Daneben gibt es sogenannte Abspielboxen oder Pakete. Da gibt es eine Lösung von Sony, das ist im Prinzip auch eine Streaming-Lösung. Da wird das zwischengespeichert und ich kann dann quasi aus dem Streaming-Angebot mir 4K-Inhalte herausholen. Mhm. Eine andere Alternative sind vorbespielte Festplatten, das macht Samsung. Da sind dann 5 bis 7 Spielfilme drauf plus irgendwie noch Dokus, ich glaube 32 oder so waren es. Wird es denn in absehbarer Zukunft, wird es so schnell mehr Inhalte geben, dass es sich lohnt, jetzt schon zuzugreifen beim Gerät? Also ich glaube eher nicht, weil das noch eine ganze Weile dauert. Auch insbesondere die Frage, wie gut ist der Netzwerkausbau, also Richtung DSL hier in Deutschland, wird das wirklich so schnell vorangehen, dass wir alle zügig auf diese Streaming-Inhalte zugreifen können? Da sehe ich es ehrlich gesagt eher skeptisch. Was man natürlich sehr gut sich angucken kann auf einem 4K-Fernseher, sind die eigenen Fotos. Denn eine ganz normale 8-Mbit-Kamera, das ist im Prinzip 4K bzw. Ultra HD. Und die meisten Kameras haben ja heute inzwischen weit höhere Auflösungen. Also für die Dia-Show zu Hause ist das sicherlich eine schöne Sache. Und halt, einen habe ich noch. 4K-Monitore. Das ist etwas, was man sich heute schon guten Gewissens kaufen kann, vorausgesetzt, man hat einen entsprechenden DisplayPort 2.0 an seinem Rechner, denn nur über den geht es dann auch vernünftig raus. Und da schauen Sie sich bitte einfach die entsprechende Technik-Range-Folge an, haben wir ja vor kurzem gemacht. Hatten wir. Ultra HD bzw. 4K-Monitore im Test. Letzte Frage, wenn das, der Fernseher so ein Ultra HD-Logo drauf hat, so wie früher mal HD Ready oder Full HD, ist dann damit auch sichergestellt, dass der alles kann, was er jetzt können sollte? Schön wär's. No. Nee, ist leider nicht sichergestellt. Dieses Logo ist mal wieder der kleinste gemeinsame Nenner. Was im Logo oder für die Logobedingungen nicht dabei ist, ist die Frage des Codecs. Das heißt, auch ein Fernseher mit diesem Ultra HD Logo kann möglicherweise einen Codec drin haben, der kein H265 abspielen kann. Und auch die Frage des Farbraums ist nicht definiert, weil man wollte da natürlich möglichst wenig Hürden machen, damit möglichst viele Hersteller das auf ihre Geräte bumpeln können. Aber für uns Endverbraucher ist das eigentlich großer Blödsinn, weil ich eben doch noch nachfragen muss, was hat das Gerät für einen Farbraum? Kann es H265 abspielen, ja oder nein? Und damit stehe ich wieder genauso blöd da wie vorher. Also bevor Sie in den Laden gehen, einfach noch mal kurz zurückspulen, alles schön mitschreiben, was so ein Gerät können muss und dann losmarschieren. Genau. So, ja, abwärts, Herr Münch. Abwärts. Es war noch was. Ja, irgendwas war noch. Ne? Tschüss sagen. Abonnieren. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Sie wissen ja, wir versuchen ja bis Weihnachten 1000 Abonnenten und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es klappt. Das heißt, nicht nur tapfer gucken und vor allem danke an dieser Stelle, dass Sie tapfer gucken, sondern auch weiterempfehlen. Leuten, die das interessieren könnte. Also nicht irgendwem, nicht der Schwiegermutti. Ja, wir wollen ja auch keine Karteileichen, ne? Nee, genau. Karteileichen nicht, aber Leute, die es vielleicht interessieren könnten, die vielleicht Spaß an unserer kleinen Show haben,
einfach weiterempfehlen, weitersagen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Tschüss. Bis nächste Woche. Ihnen nach. Jawohl, hinfort. Abonnieren, ja? Und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haare kriegen. 'Post. Eben ist ein Hilferuf eingetroffen. Per E-Mail. Sie sollten sich drum kümmern. Also los!